Hallo, ich dachte, es wäre mal wieder Zeit für einen Tag, damit ihr mich wieder ein bisschen besser kennenlernen könnt. Und besonders passend fand ich den Tag 50 Random Facts About Me. Da nennt man einfach 50 zufällige Fakten, die eigentlich gar nicht von so großer Bedeutung sind, aber vielleicht ganz interessant sein könnten. Und ja, ich würde sagen, ich fange direkt an, weil 50 Fakten sind wirklich eine Menge und ich will es wieder auch nicht zu lang halten. Und ich würde sagen, es geht los. Ich heiße nicht nur Ischa, sondern habe noch einen zweiten Namen. Und zwar lautet der Sarah. Also mein kompletter Name ist Ischa Sarah. Ich wurde um 0.05 Uhr geboren. Wenn ich viel mit einer Person zu tun habe, gewöhne ich mir nach einer Zeit ihre Lache an. Das heißt, ich lache wirklich immer irgendwie unterschiedlich. Ich hasse es, wenn Leute zu mir nah sagen, weil ich antworte darauf dann auch mal auf nah, weil ich nicht weiß, was man sonst darauf antworten soll. Und dann ist das immer irgendwie so eine ganz merkwürdige Situation. Ich habe Angst, wenn ich irgendwo abends alleine bin und es schon dunkel ist. Zurzeit mache ich jeden Tag Sport. Ich weiß, es ist sehr unglaublich. Wenn mir langweilig ist, tanze ich zu sehr lauter Musik alleine in meinem Zimmer. Selbst wenn ich wochenlang für eine Aufgabe Zeit habe, mache ich sie immer am letzten Tag vor der Aufgabe. Auch wenn ich versuche, mir immer vorzunehmen, sie vorher schon zu machen. Ich habe jetzt eine Brille. Sieht doch gleich viel schlauer aus, oder? Ich weiß nicht warum, aber ich liebe es, Muskelkater zu haben. Ich bin 1,64 groß, aber wäre gerne 1,68. Aber generell bin ich zufrieden mit meiner Größe. Ich liebe die Musik und die Tänze in den Bollywood-Filmen. Ich verstehe Arabisch. Nicht perfekt, aber schon so den Großteil davon. Ich schreibe Tagebuch, aber meistens ist es immer nur, wenn es mir nicht gut geht. Ich habe ungefähr 5 Jahre lang Keyboard gespielt, obwohl ich eigentlich immer Klavier spielen wollte. Meine Katze ist eigentlich ein Kater, aber ich sage immer Katze, weil ich finde, das hört sich irgendwie besser an. Ich hasse es zu tauchen und ich kann es auch überhaupt nicht. Wenn ich mich allein fühle, dann gucke ich mir immer ganz, ganz viele Liebesfilme miteinander an. Und ich liebe es, dabei zu weinen. Ich weiß nicht warum, aber ja, ich mag das. Meine Lieblingsfächer sind Kunst, Mathe und Religion und meine Hassfächer sind Englisch, Deutsch und Sozi. Ich höre gern anderen zu, wenn sie über ihre Probleme reden, aber rede selber nicht gerne über meine Probleme. Früher war ich ein Riesenfan von Yvonne Katterfeld. Mein Lieblingsessen ist Brokkoli überbacken mit Kiwi. Ich kann andere nicht weinen, sie sind erst recht nicht Freunde oder Familie. Ich muss dann immer direkt mitweinen. Meine größte Angst ist es, irgendwann mal im Leben zu scheitern. Wenn ich Süßigkeiten esse, esse ich wirklich so lange, bis mir vollkommen schlecht ist. Oder bis halt die Verpackung leer ist. Ich kann irgendwie nur die rechte Augenbraue hochladen, nicht die linke. Wenn ich traurig bin, höre ich traurige Lieder, um mich noch mehr in meine Trauer hineinzusteigen. Das ist eigentlich keine gute Idee. Ich schaffe es gerade mal einen Tag, mein Zimmer sauber zu halten. Am nächsten Tag sieht es genauso aus wie vor dem Aufräumen. Ich hasse es, wenn man mich beim Essen beobachtet. Dann kann ich das Essen auch nicht mehr genießen. Ich kann mit Abschieden überhaupt nicht umgehen, selbst wenn ich weiß, dass ich die Person nach einer bestimmten Zeit wiedersehen werde. Ein Großteil meiner jetzigen Freunde dachten, bevor sie mich kennengelernt haben, dass ich sehr eingebildet und zickig bin. Ich liebe es, wenn ich von Zuschauern angesprochen werde, aber ich weiß in der Situation nie irgendwie genau, was ich sagen kann. Wenn ich in einer fremden Umgebung bin, traue ich mich nicht, andere Menschen anzusprechen. Ich kann im Zug und im Bus nicht rückwärts fahren und auf langen Autofahrten wird mir auch immer direkt schlecht. Ich hasse es, wenn man Leute als hässlich bezeichnet. Die einzige Serie, die ich wirklich regelmäßig verfolge, ist Sturm der Liebe. Ich könnte das ganze Jahr wirklich vollkommen auf den Herbst und den Winter verzichten. Also ich bin ein absoluter Frühlings- und Sommer- und Sonnenmensch. Ich trage generell eigentlich gar keinen Lippenstift mehr, weil ich meine Lippen nicht so gerne mag und ich mich damit unwohl fühle. Ich mag Twitter viel lieber als Facebook. Ich bin immer sehr schnell verletzt oder beleidigt oder angepisst, aber ich zeige es dieser Person dann eigentlich nie, weil ich hasse Streit oder Auseinandersetzungen, gehe denen eigentlich generell immer aus dem Weg. Im Urlaub bin ich schon mal in einem Aufzug stecken geblieben. War keine schöne Erfahrung. Ich habe wahrscheinlich die ungesündeste Ernährung überhaupt, also ich achte null darauf. Okay, das waren jetzt auch schon die 50 Fakten. Ich hoffe, das Video war irgendwie interessant und dass ihr mich jetzt doch ein Stückchen besser kennenlernt und jede einzelne Macke und Vorliebe von mir. Und was mich auf jeden Fall interessieren würde, wäre, was wir gemeinsam haben. Also bei welchen Fakten es euch aufgefallen ist, dass es auch auf euch zutrifft, schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ja, wir sehen uns dann bald wieder. Tschüss!